Ja, da bin ich auch schon wieder, würde ich sagen, weiter geht's mit Welt 3, Flammengipfel in Mario vs. Donkey Kong. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Das heißt, wir starten natürlich erstmal natürlich mit dem ersten Level. Und ja, die dritte Welt scheint da so eine Art Feuerwelt zu sein, beziehungsweise der Vulkan, der Flammengipfel. Muss sagen, je weiter man kommt, desto mehr möchte man weiter zocken. Macht auf jeden Fall mega Laune, das Game. Die haben mir erst so ein Geschenk, okay. Wir ducken. Okay, Geschenk holen. Einmal rüber. Okay, erster Abschnitt fängt schon mal ganz easy an, oder? Frage ist natürlich, den Schlüssel muss man jetzt da irgendwie hochbekommen. Immerhin einmal drauf. Okay. Dann schnell wieder drauf. Easy, okay, der Abschnitt. Aber es kommt dann noch ein zweiter. Okay, hier haben wir wieder zwei Geschenke, ne? Und Mini Mario oben. Die Gegner hier übrigens, das sind ja diese Ninja-Gegner. Auch sehr, sehr cool. Und einmal ducken. Ich glaube. Wo muss ich zuerst hin? Ich glaube oben rechts, ne? Ne, links. Da ist ja noch das eine Geschenk, Moment. Also erstmal schnell rauf. Okay. Somit erstes Geschenk haben wir. Ich würde sagen, erstmal hier hin. Man könnte natürlich das One-Up noch holen, aber ich habe hier zu leben im Moment. Ich würde sagen, das passt. Ah, gefährlich. Aber da kann man drauf stehen an den Ecken. Klar. Jetzt will ich Handstand machen, lande aber gerade noch so auf den Gegner hier. Okay, mit dem Geschenk kann man machen. Passt. Und somit 100% im ersten Level, okay. Ja, was mit dem Handstand eben war Glück, dass ich da auf dem Gegner gelandet bin. Okay. Muss sagen, dritte Welt fängt aber auch zum Anfang recht easy an, oder? Okay, jetzt sehen wir auch die anderen Level. Die Gegner. Zumindest im zweiten Level sieht schon mal mega cool aus. Im dritten ist irgendwie auch wieder so ein Shy Guy. Der Flammengegner, der Vogel hier, erinnert mich gerade so ein bisschen an Pokémon. Da bin ich auch mega gespannt. Dienstag ist ja die Pokémon Presents, ne? Also die Direct war jetzt nicht so spektakulär heute, aber war ja nur eine Partner-Showcase. Okay, hier erstmal Geschenk holen. Was macht der Vogel? Ja, der schmeißt so eine Feuerkugel, okay. Ah, ich kann doch nicht mal auf ihn drauf, okay. Ich dachte, ich könnte jetzt auf ihn drauf springen. Die Highlights aus der Direct, muss ich sagen, waren heute eigentlich nur Monster Hunter Story. Ja, Fantasy Life Eye. Dann Blast Corps, das haben wir angespielt. Auf YouTube auch schon das Video hochgeladen und so. Ja, Endless Ocean war eigentlich auch ganz interessant. Die anderen Sachen waren eher so, naja, ne? Wie soll ich hier links rüberkommen? Kann ich da so rüberspringen? Muss ich schauen. Einmal Anlauf und rüber. Ja, kommt man so rüber, okay. Nur der Vogel, ey. Extrem gefährlich. Gut, somit Level geschafft. Zumindest die erste Hälfte. Gut, hier muss ich erstmal schauen. Oben links Geschenk und das andere ist rechts oben. Okay.
Wir sammeln erstmal das hier holen. Da schnell rüber. Okay, pass. Easy. Aber hier, okay, muss ich glaube ich wieder zurück, ne? Unten rum. Kann ich da so rauf auf den Block? Ja. Ich glaube ja. Nein. Und fall natürlich in die Lava, okay. Das war natürlich nicht so gut. Jetzt muss ich alles neu einsacken, ne? Okay. Bin mal gespannt, ob überhaupt noch ein weiteres Pokémon für die Switch kommt. Also Dienstag werden wir es natürlich erfahren. Aber alle Zeichen stehen ja dafür, dass die Switch 2 irgendwann kommt. Ich vermute auch Ende des Jahres werden die rauskommen, weil sonst hätte Nintendo auf jeden Fall eine normale Direct rausgebracht. Ne? Kann natürlich sein, dass im März noch eine normale kommt, aber... Ich glaube, dass da nicht mehr so viel für die erste Switch kommen wird. Ja, einmal wieder rüber. Okay. Na, hier würde ich sagen, erst den Block wieder hochgehen lassen, dann rüber, genau, und dann hier hin. Gut, und somit geschafft, sogar zu 100% wieder. Easy, im Moment. Aber wer weiß, was in weiteren Welten noch kommen wird. Wir sind da gerade in der dritten. Okay, somit Level 3. Mit diesem komischen Scheiger hier. Ich denke mal, der spuckt bestimmt so eine Kanonenkugel. Okay, hier sind direkt zwei Geschenke. Ja, klar. Kommt die Lava hoch? Muss nämlich die Geschenke haben. Dann noch schnell rüber. Hier beide gekriegt. Ja, die kommt tatsächlich hinterher, die Lava. Das heißt, wir müssen recht schnell durchs Level. Okay, One-Up würde ich sagen, noch schnell mitnehmen. Und geschafft, yes. Okay, hier haben wir jetzt ein Geschenk noch, okay. Mini Mario ist rechts, das heißt oben rum. Okay. Denk mal, erst den Schalter betätigen, oder? Frage ist hier natürlich, wie kriegt das Geschenk? Klar. Kann ich da, Moment, kann ich hier nicht so hoch springen? Ja, okay, das kann man mit Handstand holen. Okay. Hier eigentlich auch so hoch. Geschenke haben wir jetzt, wäre nur rechts Mini Mario. Könnte ich da so rüber? Wenn ich jetzt den Schalter nicht betätige, glaube ich ja, ne? Und die Flammen sind im Weg. Ich würde sagen, einmal schnell rüber.
Hammer weg. Kann ich ihn hier so nehmen? Naja. Okay. Ich wollte gerade sagen, da kommt ein Gegner. Also man muss tatsächlich hier, glaube ich, klar, so rüber. Und dann lande ich in der Flamme. Gut, Geschenk schon mal wieder mit. Moment. Frage ist. So könnte ich die Gegner nicht killen. Dann könnte ich eigentlich so rüberspringen. Das wäre, glaube ich, nichts. Man muss wirklich erst, glaube ich, hier drauf, dann die Gegner killen. Na, dann auf die Plattform. Aber fast schon wieder auf das. Damit drauf. Da unten sehe ich gerade den roten Schalter. Moment. Den muss ich sogar aktivieren, ne? Ja. Ganz schnell hoch. Ich würde sagen, One hat nämlich mit. Zeit haben wir gerade genügend. Okay. Frage ist gerade. Ne, kann ich so unten durch da. Und somit schnell Mini Mario einsammeln. Und somit geschafft. Okay. Und natürlich Level auch wieder zu 100%. Krass, wie schnell man die Welten durch hat. Wir haben jetzt die ersten zwei Welten da eigentlich recht schnell durchgehabt, ne? Okay, somit Level 4. Ich muss sagen, der Soundtrack gefällt mir. Geschenk ist rechts oben, okay. So, dann erstmal durch. Mein Schalter. Soll ich den schon aktivieren? Schauen wir mal. Ja, könnte man. Dann könnte man hier Geschenk eigentlich direkt mitnehmen. Gut, Schlüssel nehmen. Schalter aktivieren. Oha. Ich glaube, ich muss unten komplett rum wieder. Okay. Ah, ich sehe gerade, man kann auf ein Fass rauf, ne? Geht das? Hä? Klar. Super. Das ging natürlich nicht. Das heißt, man muss wirklich so schauen, dass die Plattform da ist. Muss man da wieder runter, okay. Dann rechts durch. Moment, ne. Ich muss da links drauf. Hier ist ja gar kein Schalter. Zeit noch 70 Sekunden. Hä? Jetzt bin ich ja hier wieder, okay. Keine Ahnung gerade, wie soll man das machen? Der rote muss ja so bleiben. Das heißt, den Schalter nicht aktivieren. Okay, ja. Und dann auf den roten da gleich hoch, okay. Das heißt, den blauen darf man gar nicht wieder aktivieren. 30 Sekunden, oha. Aber geschafft. Gut, somit zweiter Abschnitt.
Das eine Geschenk ist hier oben, okay. Und das andere da links beim Gegner. Klar. Er hier wieder mit seinem Feuer. Ich würde sagen, einmal reinschmeißen. Dann muss man, glaube ich, sogar. Okay, dann drauf und rüber. Also an einigen Stellen muss man wirklich schauen. Ihnen würde ich sagen, einmal damit rein. Gut, unten war noch ein Geschenk. Ja, passt. Einmal schnell holen. Und somit Level geschafft. Okay. Mega cool. Ja, somit auch wieder 100% in diesem Level. Klasse, sind wir schon bei Level 5 wieder, okay. Here we go. Okay, erstmal schauen. So, One-Up haben wir schon mal hier. Und das Geschenk da oben, okay. Und die Lava kommt anscheinend wieder mit hoch. Moment. Erstmal Geschenk holen. Okay, Schlüssel einsacken. Klar, Lava ist jetzt schon hier. Ah. Fast runtergesprungen. Ja, und geschafft. Zumindest der erste Abschnitt. Gut, hier müssen ja zwei Geschenke. Das heißt oben links und dort. Und der nervige Lava-Vogel hier wieder. Klar, ey. Und dann kommt von oben das Fass und platt gestanden. Die Vögel erinnern mich an Labrador. Nein, da bin ich wieder zu gierig immer an der Stelle irgendwie. Okay. Zumindest geschafft. Und hier nur ein Sack. Okay, dann haben wir das Level schon. Okay. Somit einmal rüber und schnell einsacken. Ja, somit auch wieder 100%, okay. Das heißt, wir haben schon wieder Level 6 in dieser Welt. Und dann kommt natürlich wieder das Bonus-Level mit den Mini-Marios und danach natürlich Donkey Kong. Ich bin mega gespannt, wie das diesmal dann gegen Donkey Kong wird. Was haben wir hier? Die Lava kommt direkt so hoch. Man sieht gar nicht, wo man hin muss. Okay, die geht hoch und runter anscheinend, oder? Sackt weiter ab, okay. Ich würde sagen, lieber schnell rüber. Okay. Großes Geschenk. Ah, hier unten links. Okay, schnell hin. Ah, nein. Ich wusste gerade nicht, wo ich hin soll. Rechts habe ich doch gesehen, da war ein Schalter. Da hätte man den Schlüssel direkt holen können. Ich denke mal, dass die Lava dann auch gleich wieder hochgeht.
Okay, da am besten links wieder runter. Ja, am besten wieder schnell holen. Aha. Ich hoffe, dass es ja, mit dem Schalter klappt. Na, jetzt wieder schnell hoch, okay. Passt, haben wir geschafft. Somit nächster Bereich. Ah, was haben wir hier? Okay, zwei Geschenke fehlen. Unten rechts ist eins und hier oben links, okay. Da würde ich sagen, holen wir erstmal das hier. Da, gerade noch so an die Kette rangekommen. An den Mini Mario noch nicht. Okay, gerade so gekriegt. Easy. Somit Level auch wieder zu 100%. Los, unsere kleinen süßen Mini-Marios. Bis jetzt auch alle eingesagt. Und ich sehe schon, es gibt wieder ein One-Up-Bonus-Level. Würde ich sagen, schauen wir natürlich direkt rein. Ich hoffe ja, dass ich das diesmal nicht versammel. Einmal haben wir es ja versammelt. Okay, Schlüssel muss ich schauen. Ist bestimmt wieder schnell unterwegs. Ich würde sagen, lieber schnell hinterher. Knappe 30 Sekunden habe ich nur. Das ist total fies, aber ich habe ihn, okay. 11 Sekunden. Und yes, gekriegt. Somit auf jeden Fall 5 One-Up, glaube ich, immer noch. Okay. Ja, somit können wir direkt das Bonus-Level natürlich in Angriff nehmen. Oh, ich bin gespannt. Vor allem auch Donkey Kong nachher gleich. Gut, ich sehe schon, hier müssen wir erstmal natürlich den Schalter aktivieren. Dann schnell rüber. Und ist der erste Buchstabe, okay. Also einmal durch. Okay, muss man kurz schauen. Da müsste ich rechts kommen, erst hoch. Okay. Ja, die würden hier sogar mit hochkommen. Okay. Das heißt, einmal gelben Schalter aktivieren. Okay, den roten auch direkt. Dann könnt ihr hier schon mal das einsacken. Ich sehe gerade, hier könnte man direkt den gelben machen noch. Weil dann fallen die, glaube ich, runter. Ich hoffe, dass es richtig ist. Okay. Ich würde sagen, hier direkt auch auf den drauf, oder? Schauen wir mal. Ah, und ich muss aber schnell oben direkt den nächsten Schalter betätigen. Okay, gerade so geschafft. Somit alle rein in die Kiste einmal. Ja, das heißt, wir können direkt gegen Donkey Kong antreten. Runde 3 in Welt 3. Okay,
Okay, bin mal gespannt, wie es diesmal wird. In der zweiten Welt war das eigentlich ganz cool. Wo er unten so hin und her gerollt ist, bis er mit seinem Teil da hin und her ist. Okay, hier haben wir wieder, dass er so oben steht. Und ich muss, denke ich mal. Die Fässer kriegen, okay. Da ist schnell hoch. Und natürlich nicht treffen lassen am besten. Klar, da sind sogar so eine Feuerbälle mit bei. Ja, er schmeißt tatsächlich auch Feuerkugeln. Klar. Jetzt hat er mich direkt gekriegt, das heißt, eigentlich könnte ich direkt Neustart machen, weil er mich einmal getroffen hat. Ja. Aber wir wollen ja 100%. Deswegen direkt Neustart. Ich glaube, das wird nicht so einfach hier, oder? Eine Kiste. Das ist gefährlich, wenn du das so nach unten schmeißt, ey. Gut, zwei Treffer noch. Schnell hoch. Ah, gefährlich, ey. Nur ein Treffer. Ich würde sagen, Schnellkiste holen. Und jetzt schmeißt er ohne Ende von den blöden Feuerkugeln, ne? Und yes, wir haben ihn. Somit 100%. Man muss so schauen, dass man schnell hochkommt immer noch. Mega cool, das heißt sogar die dritte Welt haben wir hiermit auch komplett zu 100%. Das heißt alle, die ersten drei Welten 100%. Aber krass, wie schnell man so eine Welt durch hat. Die drei Welten, wie gesagt, sind wir jetzt eigentlich recht schnell durch. Ne? Ja, Flammengipfel somit auch zu 100%. Frage ist, wie heißt die nächste Welt? Bin gespannt. Munteres Miniland. Oh, das sieht mega interessant aus. Munteres Miniland, okay. Frage ist, wollen wir noch eine weitere Welt heute machen? Also ich hätte schon Lust, also das wäre aber dann auch die letzte Welt, die ich dann heute machen würde, weil das wären auch schon ganze vier Welten. Also ich würde sagen, ja, also diese eine können wir heute noch auf jeden Fall machen. Wie gesagt, das wäre dann aber die letzte. Das heißt, ja, Welt 4 kommt dann gleich. Das heißt, kurze Pause und bis gleich dann.